Meine Lieben, wer mich kennt, der weiß, ohne Kaffee ist das Leben nicht lebenswert. Am Morgen komme ich nicht in die Gänge und während des Tages, gerade wenn viel los ist, ziehe ich mich immer wieder mal für ein paar Minuten zurück. Eine Tasse Kaffee, kurz runterkommen, vielleicht ein bisschen Musik oder irgendwas hören und dann geht es wieder. Es ist ja immer viel los in allen Bereichen, bei mir, bei euch, im Job, privat, beim Engagement und das kennt jeder von uns. Oft genug heißt es, du musst das noch, das gehört erledigt, hast du das noch nicht fertig. Leistungsdruck, das kennen heute junge Leute schon ab der Schulzeit. Vom Beruf dann später ganz zu schweigen und manche machen sich auch selber noch gehörig Druck, um alles immer perfekt erledigen zu können. Wenn dann auch noch spiritueller Leistungsdruck dazu kommt, wird's gefährlich. Fordern. Auch Gott will das von dir. Du musst noch viel mehr tun, du musst noch viel mehr beten, du musst dich noch viel mehr engagieren, du musst. Lange Zeit war genau das so das Image unserer Kirchen. Du musst. Statt zu sagen, kannst du vielleicht, du darfst, was tut dir denn gut, was wäre denn deins? Das Evangelium dieses Sonntags scheint auf den ersten Blick auch einen wahnsinnigen Leistungsdruck aufzubauen. Aber wenn man genauer hinschaut, vor allem wenn man die jetzt aktuelle neue deutsche Übersetzung zu Hilfe nimmt, dann entdeckt man plötzlich noch eine ganz andere Perspektive. Ich lade euch dazu ein, gegen allen Leistungsdruck am Sonntag mit uns zu feiern. Der erste Gottesdienst, bei dem ich davon in der Predigt erzählen werde, ist schon am Samstag um 19 Uhr in Wald. Am Sonntag um 10 Uhr ist in Feicht ein großer Ministrantengottesdienst, bei dem ich das auch ganz leicht anklingen lassen werde. Und noch einmal werde ich ausführlich davon sprechen, bei der Messe für die Ausgeschlafenen am Sonntag um 11.30 Uhr in der Feichtner Pfarr- und Wallfahrtskirche. Der letzte Gottesdienst wird auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Ich lade euch herzlich dazu ein, ob real oder virtuell, und wünsche euch jetzt schon einen frohen und einen gesegneten Sonntag. Und Leistungsdruck ist nicht das, was Jesus von uns will.